Hey Leute, hi liebe Skatefreunde, mein Name ist Daniel, ich bin der Gründer und Eigentümer von Skamidan, deiner Skateschule, deinem Skateshop des Vertrauens in Wein am Rhein in Deutschland. Ja, während den letzten Wochen, Monaten und Jahren haben sehr, sehr viele von euch haben mich gefragt, wie man denn sicher den Berg hinunterkommt, wie man sicher bremsen kann, wie man einfach sicher den Berg runterkommt. Und heute ist ein wunderschöner und sonniger Tag und da haben wir einfach mal gedacht, dass wir jetzt so ein Tutorial aufnehmen werden. Und deswegen heiße ich euch jetzt herzlich willkommen zu einem brandneuen Tutorial von Skamidan, in dem ich euch zeigen werde, die Grundlagen und fortgeschrittene Techniken zeigen werde, wie man bergab fahren kann und beim bergab fahren sicher bremsen kann, um sicher runterzukommen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video und hauen wir rein! Vorab, in diesem Video möchte und werde ich euch 6 verschiedene Bremsmethoden aufzeigen. Bei diesen werde ich jedoch nicht so tief ins Detail gehen, wie ihr es von anderen Tutorials kennt, in welchen ich auf eine spezielle Technik oder einen spezifischen Trick eingehe. Dieses Video soll als Inspiration dienen, um euch zu zeigen, welche Möglichkeiten es zum Bremsen gibt. Meine ausführlichen Tutorials zu den jeweiligen Bremsmethoden findet ihr auf meiner Website. Zudem findet ihr die Links zu den detaillierten Tutorials auch in der Videobeschreibung unter dem Video. Starten wir nun aber mit der ersten Bremsmethode. Die erste und bekannteste Bremsmethode ist die Fersenbremse, welche viele auch als Hackenbremse oder Stopperbremse bezeichnen. Bei dieser Bremsmethode bremsen wir, indem wir unser Bremsgummi mit so viel Kraft wie möglich auf den Boden drücken. Dadurch erzeugen wir eine Reibung, wodurch wir abbremsen und letztlich zum Stehen kommen. Für die Anwendung der Fersenbremse gehen wir zuerst tief in die Knie, indem wir unsere Knie nach vorne drücken. Dann falten wir unsere Hände übereinander und legen diese leicht oberhalb des Knies auf den Oberschenkel des Bremsfußes. Danach drücken wir unsere Oberschenkel seitlich aneinander, so dass diese eine Art Brett bzw. ebene Fläche bilden. Dies dient unserer Stabilität und hilft uns dabei, dass wir auch beim Skaten über Steinchen und Stöckchen nicht hängen bleiben oder das Gleichgewicht verlieren. Nun schieben wir unseren Bremsfuß nach vorne und das am besten so weit wie möglich. Und erst dann kippen wir unseren Skate nach hinten und beginnen mit dem Stopper zu bremsen. Das ist der optimale Bewegungsablauf, um die Bremse so sicher wie möglich auszuführen, was eben auch bei einem Gefälle sehr wichtig sein kann. Ja, und in dieser Haltung können wir uns nun auch unsere Arme, unser Körpergewicht und unsere Kraft zunutze machen, um noch mehr Druck auf das Bein und auf das Bremsgummi zu bringen und somit stärker zu bremsen. Der Nachteil der Fersenbremse ist, dass wir eine solche Bremse benötigen und sie uns in diversen Situationen, spätestens aber bei der Ausübung von Tricks, im Weg sein und gefährlich werden kann. Der Vorteil der Fersenbremse ist, dass wir durch diese keinen zusätzlichen Rollenverschleiß haben und wir sie in den meisten Situationen auch anwenden können. Den Bremsweg der Fersenbremse würde ich als Mittel bezeichnen, er ist also weder sonderlich lang noch super kurz. Die zweite Methode ist das seitliche Gehen. Hierfür stellen wir uns seitlich zum Gefälle bzw. Abhang hin und laufen diesen dann hinunter. Durch das seitliche Gehen kommen wir nicht ins Rollen, wodurch wir keine ungewollte Geschwindigkeit aufbauen. Wichtig ist es hierbei, dass wir ebenfalls wieder tief in den Knien stehen, also unsere Knie möglichst weit nach vorne drücken. Unsere Hüfte sollte sich dabei stets oberhalb unserer Fersen befinden. Und unseren Po, den strecken wir niemals nach hinten. Nun haben wir 2 Möglichkeiten. Wir laufen entweder seitlich, Schritt an Schritt und behalten damit eine super Balance, oder wir laufen seitlich, Schritt über Schritt, überkreuzen also bei den einzelnen Schritten. Durch das Überkreuzen können wir wesentlich schneller laufen und kommen damit auch schneller den Abhang hinunter. Diese Methode dient in Summe dazu, gar nicht erst in ein ungewolltes Rollen zu kommen. Wir können sie theoretisch auch zum Abbremsen benutzen, hierfür müssen wir aber bereits sehr gut skaten können und wenn wir das können, dann sind wir auch in der Lage, wesentlich effektivere Bremsmethoden anzuwenden. Der Nachteil des seitlichen Gehens ist es also, dass wir damit nicht wirklich abbremsen können.
Aber der Vorteil des seitlichen Gehens ist es, dass wir dabei gar nicht erst ins Rollen kommen, sie super einfach anzuwenden ist und wir keinen zusätzlichen Rollenverschleiß haben. Die dritte Methode zum Bremsen ist das Rückwärtsgehen. Das Rückwärtsgehen können wir zum einen als Bremsmethode aus dem langsamen bis mittelschnellen Rückwärtsfahren heraus anwenden oder zum anderen direkt aus dem Stehen heraus, um zu verhindern, dass wir gar nicht erst ins schnellere Rollen kommen können. Wichtig beim Rückwärtsgehen ist, dass wir wieder tief in die Knie gehen, unseren Oberkörper in Blickrichtung lehnen, also nach vorne in Richtung unseres Bauches bzw. des Berges. Und dann starten wir in einer breiten V-Haltung und lassen unsere Skates nach hinten zusammen bzw. zueinander rollen. Sobald die Skates zueinander gerollt sind, öffnen wir das V wieder, indem wir immer wieder viele kleine oder auch größere Schritte nach außen machen. Je weiter wir uns nach vorne lehnen, also bergaufwärts, desto höher ist unsere Bremsleistung und desto sicherer kommen wir den Berg oder den Abhang hinunter. Ich weiß, diese Methode kann auf Einsteiger erst einmal etwas furchteinflößend wirken, weil man eben rückwärts zum Abhang steht. Aber sie ist super einfach anzuwenden und hier könnt ihr sehen, dass es auch absolut kein Problem ist, wenn man zu schnell werden sollte. Wird man zu schnell oder werden wir zu schnell und bekommen Angst, dann können wir uns ganz einfach nach vorne auf unsere Schützer fallen lassen und nichts kann passieren. Auch die Fallhöhe ist super niedrig, solange man gebeugt in den Knien und eben nach vorne, also bergauf gelehnt, steht. Das Schöne an dieser Methode ist, dass man damit auch recht schnell, aber eben kontrolliert den Berg hinunterkommen kann. Kommen wir zum Nachteil des Rückwärtsgehens. Der Nachteil ist, dass wir die Methode nur aus dem Rückwärtsfahren heraus anwenden können oder uns zuerst aus dem Vorwärtsfahren ins Rückwärtsfahren drehen müssen. Aber der Vorteil ist, dass diese Methode sehr einfach anzuwenden ist, wir damit verhindern können, schneller zu werden und wir sogar aus dem Fahren heraus abbremsen können. Diese Methode eignet sich übrigens auch für den Skatepark oder das Slalomskating, also überall da, wo wir rückwärts fahren und bremsen müssen. Und zu guter Letzt haben wir auch hier keinen zusätzlichen Rollenverschleiß. Die nächste Methode ist das Slalomskating bzw. Carving. Achtung, das Carving bzw. Slalom bezeichnet diese eine Technik und hat nichts mit der Disziplin bzw. der Sportart des Freestyle-Slalomskatings zu tun. Beim Slalom fahren wir den Berg oder Abhang in Bögen hinunter. Um das zu üben, skaten wir hier einfach so viele Achten, bis wir uns damit gut fühlen und es einfach gut funktioniert. Je nachdem, wie breit der Weg oder die Straße ist, können wir kleinere oder auch sehr große Bögen fahren. Je größer wir die Bögen fahren können, desto einfacher ist es. Die Technik funktioniert jedoch auch bei sehr schmalen Wegen. Je flacher wir die Kurve fahren, desto langsamer kommen wir den Berg hinunter. Je steiler wir die Kurve fahren, desto schneller kommen wir den Abhang hinunter. Beim Carving haben wir nun die Möglichkeit, beim jeweils oberen Skate zeitweise nur auf der hinteren Rolle zu skaten. Dadurch können wir uns besser drehen, womit wir einfacher die Richtung wechseln können. Werden wir schneller und müssen stärker bremsen, dann können wir den jeweils oberen Skate öfters und mehrmals hochheben und wieder absetzen. Bei jedem Step bzw. Schritt erzeugen wir so eine kleine Bremswirkung und werden langsamer. Und auch beim Carving bzw. Slalom ist es wieder sehr, sehr wichtig, dass wir geschmeidig in den Knien stehen. Der Nachteil dieser Methode ist es, dass wir generell eher mehr Platz als wenig benötigen. Wenn wir zum Beispiel von einem Auto oder Radfahrer überholt werden, müssen wir das Bremsen hier kurz pausieren, wodurch wir in sehr kurzer Zeit sehr schnell werden könnten. Aber auch diese Methode hat wieder einige Vorteile. Denn die Methode ist super einfach anzuwenden, sie macht super viel Spaß und auch hier haben wir wieder einen sehr geringen Rollenverschleiß. Die fünfte Methode ist der Schneepflug oder auch Plowstop genannt. Beim Schneepflug bremsen wir, indem wir unsere Rollen so stark wie möglich in den Boden drücken und mit den Skates in ein A zusammenfahren. Je tiefer wir dabei in den Knien stehen und desto mehr wir unser Körpergewicht nach hinten bringen,
desto stärker können wir bremsen. Beim Schneepflug müssen wir uns aber generell möglichst weit nach hinten lehnen, damit wir nicht über unsere eigenen Füße stolpern. Sobald wir mit den Skates vorne zusammengefahren sind, müssen wir diese aber auch wieder öffnen. Hierfür machen wir einfach zwei Schritte oder wir drehen die Skates bzw. rollen und fahren einen Bogen. Zweiteres wäre ein Teil des Tricks bzw. der Technik namens Lemon bzw. Zitrone, welche wir auch vom Freestyle Slalom Skating her kennen. Ein ausführliches und detailliertes Tutorial hierzu findet ihr unter dem Video und auch auf meiner Website. Eine Abwandlung des Schneepflugs, welche auch für steilere Abhänge geeignet ist, ist das Vorwärtslaufen bzw. Vorwärtssteppen. Wir fahren bzw. rollen also nicht mehr gleichzeitig mit beiden Skates zusammen, sondern lassen jeweils immer nur einen Skate schräg nach innen rollen. Wir laufen also sozusagen in einer V-Haltung den Hügel hinunter, während wir unsere Skates abwechselnd immer wieder für ein kurzes Stück rollen lassen. Das sieht für manche jetzt auch wieder schwierig aus, aber es ist wirklich sehr, sehr einfach. Kommen wir zu den Nachteilen des Schneepflugs. Der Nachteil ist, dass es hiermit sehr schwierig ist, bei höheren Geschwindigkeiten abzubremsen und die Kontrolle zu behalten. Zudem benötigt der richtige Schneepflug einiges an Kraft, besonders wenn die Abfahrt mal länger ist. Selbstverständlich hat der Schneepflug aber auch seine Vorteile. Der Vorteil beim Schneepflug ist es, dass wir sehr gezielt bremsen können und ihn zum Beispiel auch als Kombination mit einer anderen Bremsmethode einsetzen können. Wir können zum Beispiel erst mit dem Flug etwas abbremsen und dann direkt auf eine andere Bremsmethode switchen. Kommen wir zur sechsten und letzten Bremsmethode für dieses Video. Einige von euch werden an dieser Stelle wohl den T-Stop erwarten, welcher auch eine wirklich gute Methode zum Bremsen ist. Aber ich erwähne den T-Stop hier nur, empfehle ihn aber erstmal nicht für das Bremsen auf Gefälle, zumindest nicht bei einem längeren Gefälle. Warum? Um den T-Stop richtig auszuführen, ohne seiner Wirbelsäule zu schaden, benötigt man zum einen eine Menge an Kraft und die Ausführung muss makellos sein. Warum das so ist, erfahrt ihr in meinem detaillierten Skate-Tutorial über den T-Stop, welches ich euch ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt habe. Eine viel bessere Methode ist der Power Slide. Der Power Slide scheint erst einmal schwieriger zu sein, wenn man ihn aber ernsthaft angefangen hat zu üben, bemerkt man sehr, sehr schnell, dass er gar nicht so schwierig ist. Der Power Slide ist sozusagen ein umgekehrter T-Stop. Beim T-Stop ziehen wir den Skate hinter uns her, was eben für unsere Wirbelsäule nicht unbedingt gut sein muss. Beim Power Slide hingegen drücken wir den Skate von uns weg und können dafür unser Körpergewicht zum Einsatz bringen. Wichtig beim Power Slide ist es, dass wir uns entgegengesetzt zur Fahrtrichtung lehnen, tief in die Knie gehen und unseren Bremsfuß weit nach hinten bzw. weit zur Fahrtrichtung strecken. Damit der Power Slide richtig funktioniert, müssen wir unseren Fuß stark anwinkeln bzw. kippen. Je mehr wir den Fuß kippen, desto geringer ist die Reibung auf dem Boden und desto geringer die Gefahr, über den eigenen Fuß zu stolpern. Und selbstverständlich habe ich auch hierfür ein ausführliches Tutorial, welches ich euch ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und damit haben wir uns nun 6 Bremsmethoden angesehen. Sobald wir eine davon beherrschen, können wir bereits sicher einen Berg oder eine Abfahrt hinunterskaten. Ja, und an dieser Stelle lasst mich doch gerne mal wissen, welche Bremsmethode ihr für Abfahrten bevorzugt oder welche Bremsmethode ihr als nächstes lernen möchtet. Eventuell verwendet ihr ja eine ganz andere Methode als ich, welche ich in diesem Video nicht einmal erwähnt habe. Und falls das so ist oder ihr noch eine andere Idee für eine andere Bremsmethode habt, lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich über Ideen für weitere Tutorials und grundsätzlich auch immer über Feedback. Apropos Tutorials. Auf meiner Website findet ihr eine Vielzahl an Tutorials der unterschiedlichsten Skate-Disziplinen und es kommen immer weitere dazu. Gemeinsam von und füreinander lernen, die Leidenschaft des Skatens teilen, dafür steht Skamidan. Habt einen wunderbaren Tag, nein, eine wunderbare Woche und noch viel mehr. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Daniel.